Everyone, welcome back to a new video. Willkommen zurück zu einem neuen Video. My name is Steffi. Ich heiße Steffi. And in this video, lesson 13 of the free German course for beginners, you will learn job titles in German. Berufe auf Deutsch. If you want to say what your job is in German, you can say ich bin, or ich bin von Beruf. Ich bin von Beruf. Just add your job title in there. For example, ich bin Unternehmer. Ich bin Unternehmer. For female job titles, we often just add an IN at the end of the word. So the female one would be ich bin Unternehmerin. Ich bin Unternehmer for men. Ich bin Unternehmerin for women. So let's have a look at German job titles and their tasks. Ihre Aufgaben. Der Lehrer, die Lehrerin. Die Lehrerin. The teacher, the female teacher. Der Lehrer arbeitet in der Schule. Der Lehrer arbeitet in der Schule. Er unterrichtet eine Klasse. Er unterrichtet eine Klasse. The teacher works in the school. He teaches a class. Der Anwalt, die Anwältin. The lawyer, the female lawyer. Der Anwalt arbeitet in einer Kanzlei. Der Anwalt arbeitet in einer Kanzlei. Die Anwältin vertritt Klienten vor Gericht. Die Anwältin vertritt Klienten vor Gericht. And where do you go if you have a headache? You go to the pharmacy. In German it is die Apotheke. And who do you meet there? It is der Apotheker. Der Apotheker or his female co-worker, die Apothekerin. Die Apothekerin. Der Apotheker arbeitet in einer Apotheke. Die Apothekerin verkauft Kopfschmerztabletten. Die Kopfschmerztabletten, these are the headache pills. Der Arzt or die Ärztin. Der Arzt, die Ärztin. Der Arzt arbeitet in einem Krankenhaus. Der Arzt arbeitet in einem Krankenhaus. Die Ärztin untersucht Patienten. Die Ärztin untersucht Patienten. Der Tierarzt oder die Tierärztin. Die Tierärztin. Der Tierarzt arbeitet in einer Tierarztpraxis. Der Tierarzt arbeitet in einer Tierarztpraxis. Die Tierärztin kümmert sich um Tiere. Die Tierärztin kümmert sich um Tiere. Der Friseur oder die Friseurin. Der Friseur arbeitet in einem Friseursalon. Der Friseur arbeitet in einem Friseursalon. Die Friseurin schneidet die Haare. Schnipp, schnapp. Der Kellner, die Kellnerin. Der Kellner, die Kellnerin. Der Kellner arbeitet in einem Restaurant. Der Kellner arbeitet in einem Restaurant. Die Kellnerin bedient
die Gäste. Die Kellnerin bedient die Gäste. Another very common job is der Kassierer. Der Kassierer or die Kassiererin. Der Kassierer arbeitet im Supermarkt. Der Kassierer oder die Kassiererin arbeitet im Supermarkt. Die Kassiererin sitzt an der Kasse. Die Kassiererin sitzt an der Kasse. Yes, in Germany the cashiers are sitting because they have long hours and they need to rest. And it is exhausting standing all the time. Yes, I talk out of experience because I have been a student once and I was working as a cashier. Der Taxifahrer, die Taxifahrerin. Der Taxifahrer for men, die Taxifahrerin for women. Der Taxifahrer fährt Menschen in einem Taxi. Der Taxifahrer fährt Menschen in einem Taxi. Der Pilot, die Pilotin. Der Pilot, die Pilotin. Der Pilot arbeitet in einem Flugzeug. Der Pilot arbeitet in einem Flugzeug. Er fliegt das Flugzeug. Der Pilot fliegt das Flugzeug. Der Architekt, die Architektin. Der Architekt oder die Architektin. Der Architekt entwirft Bauwerke. Der Architekt entwirft Bauwerke. The next job title is der Verkäufer. Der Verkäufer or die Verkäuferin. Die Verkäuferin. Die Verkäuferin arbeitet im Einzelhandel. Sie verkauft Güter. Die Verkäuferin arbeitet im Einzelhandel. Sie verkauft Güter. Der Ingenieur, die Ingenieurin. And there are many different titles. Der Software-Ingenieur, der Maschinenbau-Ingenieur and so on. Der Ingenieur arbeitet mit Maschinen. Der Ingenieur arbeitet mit Maschinen. Another one. One of the heroes we have is der Polizist. Der Polizist or die Polizistin. Der Polizist arbeitet in einem Revier. Der Polizist arbeitet in einem Revier. Der Polizist beschützt seine Mitmenschen. Der Polizist beschützt seine Mitmenschen. Danke dafür. Thank you. Der Künstler oder die Künstlerin. Der Künstler malt ein Bild. Die Künstlerin arbeitet in einem Atelier. Die Künstlerin arbeitet in einem Atelier. And now it's your turn. Because Hausaufgabe, homework. Was ist dein Beruf? What is your profession? Write it in the comments below. You can write ich bin and then you add your job title. So I'm very curious to hear what do you do for a living? By the way, if you are self-employed, you can say ich bin selbstständig. Ich bin selbstständig. And if you are not working at the moment, you would say ich bin arbeitslos. Ich bin arbeitslos. If you are looking for a job, you would say ich bin auf Arbeitssuche. Ich bin auf Arbeitssuche. And if you have worked many years already and it was enough, you are retired, you would say ich bin auf Rente. Ich bin
auf Rente. But maybe you didn't even start working yet because you are still going to school. Then you would say, ich bin Schüler. Or, ich bin Schülerin. Or you would say, ich bin Student. Or, ich bin Studentin. And this is exactly what lesson 14 is about. We will talk about the difference between Schüler and Student. When do you use lernen and when do you use studieren? But for now, write me your profession in the comments below. Make sure to subscribe to my channel if you want to watch lesson 14 and all the lessons that will follow. And then we will meet in the next video. Macht's gut, Leute! Tschüss! Lerne Deutsch, 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 lerne Deutsch, 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 lerne Deutsch!